Aber nehme ich tatsächlich lieber sowas mit. Noch ein rostiger Zweihänder. Ein verrostetes Schwert, das ist auch okay. Was packe ich denn dann dafür weg? Nein. Das hier wegwerfen erstmal. Nehme dann lieber halt erstmal das verrostete Einhandschwert mit. Weil wegen Schild. Können wir hier rein? Achso, hier ist gar nichts, okay. Gut. Wir bräuchten aber echt irgendwie eine größere Waffentasche oder sowas. Die wir natürlich nicht haben. Hui. Okay. Das Zeug sieht mir sehr böse aus. Kriegt er von Schaden? Ja. Aber was ist das? Hängt das auch mit der Verheerung Ganons zu tun? Hängt das auch mit der Verheerung Ganons zu tun? Guten Deutsch, Mammut. Guten Deutsch. Also hier komme ich dann definitiv jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht lang, oder? Es ist keine Lava. Hm. Gut. Dann werde ich mich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht mal so lange weiter aufhalten. Weil kann ich ja eh nichts machen. Leider. Na gut. Ach siehst du, ich hätte auch einfach über die Insel kommen können mit dem Eisgedöns, ne? Weil ich an sowas auch nicht mal vorher denke. Ich bin doch nicht so ganz vertraut mit den vielen Fähigkeiten, die uns hier zu Anfang möglich sind. Ja. Das überfordert mich noch so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Geht weg, ihr Flattermäuse. Ja, das freut mich aber auch ungemein. Ich glaube, jetzt flattern sie weg. Nee, doch nicht. Was? Halleluja. Ja, jetzt ist natürlich mein Schwert wieder zerbrochen. Das war jetzt sehr zu erwarten. Hi. Würdest du bitte wieder auseinanderfallen? Danke. Hände zerbricht auch gleich. Oh, ich kann vielleicht einen Schaden machen. Nette Geschichte. Wenn man das weiß, dass man halt so irgendwie so kleine Kombos machen kann. Okay. So, dann ist mein Ziel jetzt irgendwie darüber zu kommen. Einfach nur mal, weil ich es kann. Beziehungsweise ist es das wirklich? Ja, erstmal ja. Warum nicht? Sieht doch gut aus. Was wollen wir denn mehr? Müssen halt nur irgendwie das alles irgendwie so ein bisschen timen. Und ich muss halt mit der Steuerung wirklich hier so ein bisschen konform werden. Aber so wie das hier funktioniert gerade, klappt das eigentlich ganz gut. Also da habe ich schon mal schlimmere Steuerungseinfindungsmöglichkeiten gehabt. Und wir kommen irgendwie darüber. Das ist erstaunlich. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
oder ein Link ins Internet. Das ist schon... Wow, also hier ist, ne? Wurde halt in anderen Open-World-Spielen, dann denken würde so, ja, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Ne, oder, ja, da geht's einfach nicht hin. Nein! Verdammt. Ist es in dem Spiel wirklich so, du willst da hin? Ja, mach es doch. Es ist nur dein Können, das dich daran hindert. Das ist so krass. Das ist wirklich so, so krass. So, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon so gut wie drüben. Wow. Schade. Den Frosch hätte ich gerne als Schenkel gehabt. So, wir sind immer noch fernab von da, wo wir eigentlich hinwollen. Ah, ich bin so ein bisschen so im Entdeckerdrang. Es ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Eine Ziege! Eine Ziege! Die kann ich nicht töten. Nee, das geht nicht. Da ist ein Weg. Ach, hier wären wir hingekommen. Nee, das ist nicht die Brücke. Das ist eine andere Brücke, die wir von unten aber auch gesehen haben. Da ist ein Pilz. Den brauche ich mal wieder. Heuschreck ist weggeflogen. Also irgendwie das mit dem Käfer jagen habe ich noch nicht so, ne? Aber ich habe auch noch nicht so wirklich das Bedürfnis, überhaupt irgendwie die Käfer zu jagen. Die Aquila-Brücke. Aber wir kommen näher zu dem Turm da hinten, was eigentlich auch ganz nett ist. Schade. Ich wollte gerade die Vögel erschießen. Was? Du willst Vögel erschießen? Ja, der Übung halber und so, ne? Ich frage mich auch, ob es dann später irgendwie die Möglichkeit gibt, dafür zu sorgen, dass halt Sachen nicht mehr so leicht zerbrechen oder sowas. Dann haben wir wieder einen Reiter. Oder vielleicht wieder den, den wir schon 15 Mal gesehen haben. Grüße. Ja, unerschrocken Abenteuer. Es geht das Gerücht um, dass es an der Westseite vom Schloss Hyrule eine ziemlich geheime Höhle gibt. Westseite Hyrule. Es sollen sich sogar schon welche auf der Suche nach Schätzen schnurstracks in die Höhle reinbegeben haben. Tja, das war dann aber auch der letzte, was man davon hört. Westseite. Warte. Schloss Hyrule. Irgendwo hier hinten, ne? Vielleicht muss ich mir das aufschreiben. Ich habe keine Ahnung. Westseite. Ich versuche es mir zu merken. Aha, aha. Nächster Kollege. So, what? Oh shit, warte. Ja, hier. So. Jetzt haben wir da ein Pferd. Wir wissen ja, Tiere anschleichen. Vielleicht können wir es von hinten besteigen. Also nicht das, was ihr jetzt schon wieder denkt, ihr perversen Lümmel. Sondern anders. Warte. Mit meinem Grabschändchen in der Hand. Einfach mal besteigen. Aufsteigen. So, und jetzt mit links tätscheln. Weiter tätscheln. Tätscheln. Alles wird gut. Alles wird gut. Kleines Pferdchen. Mein Pferdchen.
So, und da hatten wir doch einen Stall, ne? Also ich weiß nicht, ob das Pferd jetzt wirklich auf mich hört. Also ich kann es zwar lenken, ich kann es auch anhalten. Es horcht auf mich. Oh! Okay. Alles wird gut. Sporen geben, die nicht vorhanden sind. Jetzt hier im leichten Trab. Oh, ist das cool. So ein süßes Pferd. Das würde, uns natürlich die Reise durch die Welt auch nochmal enorm erleichtern, ne? Wie cool. Also kommen wir natürlich eine ganze Ecke schneller voran. Das war jetzt Glück, dass wir da halt so Bocklins hatten, die auf uns gehört haben. Was macht denn hier der Händler jetzt hier draußen? So, warte mal, stellen wir dich hier mal unter. So. Kann ich hier irgendwie dafür sorgen, dass ich das Pferd irgendwie immer rufen kann oder sowas? Das ist nur der, der sein königliches Mal haben will. Bei dem kann ich hier meine Rubinchen hier eintauschen. Du bist hier der Schlafgemach. Penner. Was? Oh, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie meine Stelle funktioniert? Nein, wie? Dann erkläre ich es mal eben. Du kannst uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Ja, dieses, was da gerade unter eurem Stall steht. Fange eines und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registriert, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich hier auch jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man ein Wildpferd fängt? Weiß ich schon. Oh, Verzeihung, dann fangen wir nochmal anders an. Willkommen in unserem Stall. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es hier registrieren. Falls du übernachten möchtest, wende dich bitte an die Rezeption drin. Amiran ist derselbe Typ. Registrieren. Sehr gern. Bitte überprüfe noch einmal, ob das hier das richtige Pferd ist. Ja, Zuneigung maximal. Aha. Aha. Ruhiges Temperament, Ausdauer, Tempo, Stärke. Aha. Ja. Vielen Dank. Für die Registrierung erheben wir eine Gebühr von 20 Rubinen. Aber Sattel und Zaumzeug sind inklusive. In Ordnung? Okay. Danke sehr. Bitte gib einen Namen für dein Pferd ein. Sein erstes Pferd. Sieht ja aus wie ein Weibchen. Charlotte. Charlotte das Pferd. Charlotte ist eine Karotte. Wenn wir eine hätten. Moment, ah meine. Ach, das ist was anderes. Okay. Gut. Ja. Charlotte. Der Name des Pferdes soll also Charlotte sein. Ja. Die Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du mit diesem Pferd gleich weiterreisen? Ja, ist okay. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ach übrigens. Falls du dein Pferd unterwegs getrennt werdet, pfeif einfach und dein Pferd kommt zu dir. Ach krass, es ist wirklich so einfach. Wenn dein Pferd allerdings zu weit weg ist, kann es dich nicht hören. Okay. Gut, was mache ich denn, wenn ich dann irgendwo in der Pampa bin? Na, Charlotte? Willst du eine Karotte? Ich weiß. So, komm. Wir düsen mal auf und davon.